So, guten Abend. Das waren die zwei kleinen Stücke bei dem Komponist Emre Eros. Und das nächste Stück, das wir spielen werden, ist Exit Glue bei dem Komponist aus Österreich, Karl-Heinz Essel. Und vielleicht besonders bei diesem Stück ist das, er hat sich gedacht und gemacht, die Gitarre durch den Trichter von einer Posaune zu, wie man da sehen kann, zu verstärken. Also nicht durch den Verstärker, damit es so eine besondere Mischung mit der Posaune sich gibt. So, Exit Glue.
Thank you.
So, das nächste Stück ist bei der Komponistin Katrin Young, Underworld. Es ist eine Bearbeitung, die wir gemacht haben. Original, das Stück ist für ein Tastaturinstrument, das heißt Burlitzer. Es ist so wie, für mich klingt ein bisschen so wie ein Roland E-Klavier. Und auch für Tuba. Wir haben eine Bearbeitung für Bass, Gitarre und Euphonium gemacht.
ich merke, wie gerade so viel Änderung bei jeder Stück gibt. Das nächste Stück ist von dem argentinischen Komponisten Santiago de Fischer, Synthetic Yellow Trip.
So, jetzt werden wir das letzte Stück spielen. Davor möchte ich sagen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir sind sehr, sehr froh über die Möglichkeit, hier in Berlin zu spielen, bei Unerhörte Musik. So, vielen Dank. Und das letzte Stück ist von dem spanischen Komponisten Santiago Quintanz. Es ist auch eine Bearbeitung, die wir gemacht haben. Original ist für E-Gitarre und Saxophon. Bariton, no? Bariton, Saxophon. Und das machen wir jetzt mit Posaune und E-Gitarre. Thank you.
Thank you.
Thank you.